Ein weiteres Sommerinterview sozusagen hier aus Stuttgart vom Set bei Soko Stuttgart. Und ich darf neben mir eine neue Polizistin begrüßen. Also sie wird eine Polizistin spielen, Bärbel Stolz, und allen besser bekannt natürlich als die Brenzelschwäbin aus YouTube, denke ich mal, oder? Ja, ich glaube auch, die Brenzelschwäbin ist mittlerweile ein Begriff auf YouTube und Facebook. Genau. Ja. Ja, du hast nämlich auf YouTube mittlerweile über 10.000 Abonnenten und um die 3,5 Millionen Aufrufe. Also in kurzer Zeit schon eine ganz tolle Sache. Ja, das fand ich selber auch irgendwie erstaunlich, wie das gelaufen ist. Das ist schön. Ja. Wie kamst du dem Titel Die Brenzelschwäbin? Den hat mein Mann erfunden, den Namen. Ich habe den ersten Clip gemacht nach der Babypause, als mein Sohn auf die Welt kam. Und das war der Integrationskurs für Schwaben in Berlin. Und mein Mann hat sofort gesagt, das ist eine Comedy-Figur. Das heißt die Brenzelschwäbin, da musst du weitermachen. Also, weitergemacht. Und ein neues Projekt steht ja auch jetzt schon wieder an, ganz aktuell. Ja. Da habe ich auch einen kleinen Ausschnitt schon gesehen. Ich bin dann mal Ex. Ich bin da mal Ex, so heißt mein neues Buch, was gerade erschienen ist, genau. Das behandelt den allerneuesten Trend. Im Prenzlauer Berg werden ja die Trends geboren, ne? Also Bionade trinken, Kinder kriegen, ihnen lustige Vornamen geben, haben alles wir im Prenzlauer Berg erfunden. Und jetzt ist der neueste Trend Trennungen. Okay. Trennungen sind absolut in, und in diesem Buch behandle ich sozusagen das Thema Trennungen, diesen Trend, ob das sich lohnt, das mitzumachen und wenn ja, wie, und überhaupt die ganzen Herausforderungen, denen man als moderne Frau gegenübersteht, eben mit Karriere, Kinder, Mann, Emanzipation, aber die ganzen alten Rollen, ja. Sehr gut, sehr gut. Und da geht es auch auf Tour, Lesungen und so weiter. Ich glaube, drei stehen schon mal definitiv schon fest, was ich so ganz schnell gestern mal noch nachgeschaut habe. Kommen noch mehr dazu, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme mit Lesungen, wo ich aus dem Buch lese, aber das verknüpfe ich schon gleich wieder mit kleinen Comedy-Einlagen, weil ich dann ab Winter mit dem neuen Programm, das heißt dann Toller Arsch, so heißt ein Kapitel in meinem Buch, mit Toller Arsch gehe ich dann auf Tour, das ist mein neues Programm, auf Hochdeutsch. Ist also bundesweit verständlich, allerdings taucht die Brenzelschwäbin auch mit auf. Sehr gut, ja. Ganz kommt man da nicht drum rum. Aber du bist jetzt hier in Stuttgart, wo wir uns jetzt gerade treffen, Soko Stuttgart, als neue Polizistin im Einsatz, als Streifenpolizistin. Was kann man zur Rolle mal ganz kurz sagen? Die Rolle ist Sibylle Bayer, war ursprünglich Physiotherapeutin auf der Schwäbischen Alb und ist aber ein großer Krimi-Fan und hat sich deswegen dazu entschlossen, die Ausbildung zur Polizistin zu machen, und hat sich von der Schwäbischen Alb bis zur Kripo in Stuttgart vorgeschafft und ist absolut eifrig und enthusiastisch dabei und mischt sich halt auch sehr ein oft und schwäbelt. Und schwäbelt, also das heißt, gibt wieder so einen kleinen tollen Ritt in der Serie, und ist sie in jeder Folge dann zu sehen oder nur so ab und zu mal? Nicht in jeder Folge, aber immer wieder taucht sie auf und hinterlässt ihre Spuren deutlich. So wie man es jetzt gerade auch hört. Ist das so dann der O-Ton von ihr? Ja, genau. Also es ist so, dass es allgemein verständlich sein soll natürlich, aber teilweise auch recht schnell. Schnell und viel. Ja, so wie man es bei der Schwabe kennt, genau. Also ich selber bin ja Reitlinger, gell? Und du kommst ja eigentlich gebürtig aus Esslingen, und dann hat sie auf die Schwäbische Alb gezogen. Genau, ich habe die ersten 2 Jahre in Esslingen verbracht, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr ganz so gut dran. mein Vater war Schauspieler am Theater in Esslingen eben, Martin Schlecker, und dann sind die auf die Alb gezogen. Mein Vater hat da ja jahrelang das Naturtheater Haigen eben gemacht. Da bin ich mit aufgewachsen quasi und im Landkreis Reutlingen übrigens. Ja. So klein ist die Welt, genau. Und muss man sich in Stuttgart treffen, genau. Du wirst lachen, die erste Begegnung hier mit einem der Regisseure, mit dem Gero Weinreuter, den habe ich in Hamburg getroffen. Damals bei den Rettungsfliegern war er damals tätig. Das ist ja lustig. Und dann, weil wir im Gespräch waren, sagt er, ich bin ja in Pfullingen aufgewachsen. Ne? Ja, siehst du mal. Ja, die Schwaben sind überall. Überall sind sie. Ja, was macht es eigentlich dann jetzt aus, die Schwäbin in Berlin oder in Prenzlau? Was hat dich dahin verschlagen? Die Liebe wegen, oder? Nee, ich bin eigentlich ja zum Studieren dahin. Ich bin da auf die Schauspielschule, auf die Ernst Busch, und
habe eben ordentliches Bühnenhochdeutsch gelernt. Ich dachte ja eigentlich, dass ich schon Hochdeutsch kann, aber das Schwäbische steckte schon ziemlich heftig in mir drin. Und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, einfach. Also Berlin und ich, wir haben uns gleich einfach sehr gut verstanden. Und ich habe dann immer gedacht, ich gehe dann, also ich habe ja auch und spiele auch an verschiedenen Orten und ich komme auch immer wahnsinnig gerne wieder hierher zurück. Aber im Moment in Berlin zu leben, macht mir immer noch Spaß. Obwohl jetzt natürlich unter vielen unter einigen Beiträgen da auch ein paar Kommentare sind, Schwäbisch Berlin und so, also wo es eher ein bisschen negativ gerichtet wird. Ne? Wie gehst du damit um mit Kritik? Das muss ich erst lernen sozusagen, dass ich ja eine Comedy-Figur entwickelt habe, die, wo man das ja eigentlich möchte, dass es polarisiert, dass es die Emotionen da hochgehen. Und deswegen fand ich das schon ganz gut. Das waren ja hauptsächlich auch Berliner, die sich darüber aufgeregt haben dann. Und wir haben dann auch zwei Clips gemacht, Mein Beef ist Bio, wo wir genau auf diese ganzen Kommentare reagiert haben. Die sind leider irgendwie weniger geworden. Oder was heißt leider? Irgendwie ist es auch schön, wenn viele Berliner auch sagen, dass sie durch die Prenzelschwäbin den Schwaben in Berlin jetzt irgendwie liebevoller begegnen. Und insofern ist das Prinzip der Integration da voll aufgegangen. Also, dass diese Figur eben verbindet. Genau. Und es fahren ja immer die Busse lang in Berlin. Wir können alles außer Hochdeutsch, gell? In Berlin, nee, wir bringen sie gern zum Flughafen. Steht das ist neu. Ja, genau. Okay. Liebe Schwaben, wir bringen euch gern zum Flughafen, steht da drauf. Ja. So, also dann würde ich sagen, entlasse ich dich schon langsam wieder. Wir haben jetzt doch schon ein klein bisschen erfahren. Wer jetzt mehr wissen möchte, wo kann man drauf schauen? Social Medias und so weiter. Wo bist du zu finden? Genau. Ich bin zu finden auf Facebook als Prenzelschwäbin Bärbel Stolz, Instagram und YouTube. Und im Buchladen natürlich und im Fernsehen und überall. Man kommt nicht vorbei an mir. Und wann bist du zum ersten Mal voraussichtlich zu sehen im Soko Stuttgart? Im November geht's los, genau. Dann sind wir gespannt und schauen dort doch mal ganz eifrig zu. Dir jetzt einen tollen Drehtag noch. Nicht ganz so heiß. Ich glaube, die letzte Woche war extrem. Ja, und so eine Polizeiuniform, ich sage euch, die ist echt heiß. Also es wundert mich nicht, dass manche echte Polizeikollegen sozusagen manchmal schlechte Laune haben, wenn sie irgendwie in der Hitze draußen stehen müssen. Sehr gut. Wir machen jetzt gleich einen Wechsel. Deine vorübergehende Chefin sozusagen, ja. Die steht schon in der Warteschlange und ist dann in unserer nächsten Folge zu sehen. Ich sage mal herzlichen Dank und alles Gute und bis bald. Vielleicht irgendwo in Berlin oder bei der Lesung. Genau, da freue ich mich drauf. Kommt alle.